Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone mit den neuen TGT-Karten. Und ich habe mir ein lustiges neues Deck zusammengebastelt. Es heißt... Fischmordin! Oh yes! Es ist ein Murloc-Paladin. Und zwar keiner, den ich mir rausgesucht habe, sondern einfach einer, den ich selber zusammengebastelt habe. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Ja, ich habe auch schon den Total Biscuit mit seinem kurz spielen sehen. Aber habe jetzt nicht genau nachgeguckt, was er da drin hatte. Ich meine natürlich, was hat man in einem Murloc-Deck? Hauptsächlich Murlocs. Und noch andere lustige Sachen. Ich spiele erstmal eine Runde und dann zeige ich euch nochmal das Deck. Und ja, ich hoffe, dass wir da Sachen reißen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir im Moment gar nicht so sicher, ob das Ding überhaupt funktioniert. Aber vielleicht können wir ja Sachen machen. Mal gucken, gegen Rogue. Das weiß man jetzt noch nicht. Man kann es aber rausfinden. Competitive Spirit vielleicht noch nicht. Vielleicht später. Divine Favor ist eine ganz gute Sache. Würde ich aber gerne später ziehen. Und der Murloc Knight? Ja, den vielleicht. Ja, behalten wir nochmal. Vielleicht können wir den bald spielen. Das war eigentlich dämlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. All die Karten, die wir jetzt nicht brauchen, haben wir jetzt quasi auf der Hand. Und noch eine, die wir auch nicht wirklich brauchen. Okay, also diese erste Runde könnte jetzt schon verloren sein. Denn wir brauchen ja von Anfang an ordentlich Anschwung. Und den haben wir im Moment nicht. Gut, dass er nicht spielen kann. Jetzt können wir zumindest das Ding hier raushauen. Jetzt weiß er auch schon direkt, was wir hier spielen. Oh oh. Oh oh. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht können wir ja was reißen. Ich habe das Master for Battle mit drin, weil ich auch diese neue Karte mit drin habe, die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, für 3 Mana. Die all deinen Silverhand Recruits nochmal +1/+1 gibt, glaube ich. Und das könnte interessant werden. Mal gucken. Wir sind ja hier noch im Testdurchlauf. Sollen wir den jetzt schon spielen? Oder noch nicht? Ja doch, come on. Mal zack, 5 Schaden gemacht. Und es ist jetzt nicht so leicht für ihn, das Zeug hier jetzt vom Board zu holen. Es ist möglich. Also zumindest den Augen hier kann er wegholen. Wenn er jetzt hier nochmal 2 Angriff drauf macht. 2 Attacke. Mal gucken. Mal gucken. Warte. Yes. Er geht Face und jetzt holt er sich nochmal die Waffe. Und was macht er dann? Gar nichts. Sehr gut für uns. Sehr, sehr gut für uns. Wir könnten jetzt den Murloc Knight spielen. Wir könnten aber auch unseren Murlocs ein bisschen mehr Leben geben. Das ist doch ein bisschen spannend. Es wäre aber off Curve und so, ne? Jetzt. Ach komm. Ach come on. Raus damit. Bam, bam. Jetzt auch 5 Leben. Mal gucken. Er kann ja auch gesilenced werden. Das könnte ein Problem werden in der heutigen Gesellschaft. Ah, er hat noch 17 Leben. Mal gucken. Wir müssen ihn halt jetzt möglichst schnell weghauen. Den Bolver habe ich übrigens drin, weil ich dachte, naja, vielleicht, wenn viele Murlocs sterben, kann man den mal raushauen. Vielleicht dauert das dann ein bisschen länger, bis der Gegner uns weghauen kann. Und der ist dann ein bisschen gebufft. Es ist, weiß ich nicht. Ich habe auch noch einen Divine Shield Quatsch da drin. Oh, oh. Okay. Für den Einschalten. Okay. Kann man machen. Muss man nicht. Oh oh. Oh oh. Wieso ist der eigentlich... Oh shit. Aua. Nicht cool. Und noch Edwin. Alter. What? Und ich habe kein Silence. No silence in the deck. No silence. Und er hat mich jetzt gleich in 2 Zügen. Scheiße. Was machen wir denn da? Wir haben jetzt hier 8. 13. 14, 15. Das ist jetzt 7. Habe ich mich verzählt? Warte mal. 10, 13. 14, 15. Oh mein Gott! Haben wir jetzt wirklich? Zack. Zack. Well played. Bambalicious.
Okay. Okay, kann man machen. Das war jetzt aber mehr oder weniger einfach ein ganz normales Murloc-Deck. Da hat der Paladin jetzt nicht so viel mit reingespielt. Kann man ja aber auch machen, ne? Hat ja funktioniert. Okay, ich würde sagen, nächstes. Blöderweise ist es so, dass die Server immer noch ein bisschen laggy sind. Ja, gestern war bei mir das Release und da lief ja schon alles nicht so ganz butterig. Und nachts ging es dann wieder. Heute Mittag ging es auch. Jetzt um 5.20 Uhr nachmittags ist es wieder ein bisschen langsamer. Immerhin gehen aber Sachen. Ja, wenn Sachen gehen, ist ja schon mal besser, als wenn sie nicht gehen. Ich habe gehört, US-Server hatten kein Problem. EU-Server haben so ein bisschen gelitten. Wir spielen gegen den Hunter. Okay, also ich würde sagen, wir müssen das hier alles wegpacken und hoffen, dass wir irgendwas Cooles, Murlockiges kriegen. Was direkt Sachen macht. Geht so, ne? Geht so. Und er kann direkt was spielen. Nein. This is a problem. Very much so. Nicht cool. Das hier übrigens eine sehr gute Karte für einen Facehunter. Ja, hallo? Hast du schon gedrückt oder hast du noch nicht gedrückt? Oder? Well met. Überlegst du noch? Okay. Also du überlegst noch, was du machen kannst mit deinen 0 Mana. Das kann man mal machen, durchaus. Warum nicht? Hallo? Danke. Thank you. Ist okay. Das Gute ist, ich kann hier quasi nichts machen. Ich könnte jetzt mit Coin den hier schützen, mit dem Divine Shield. Aber bringen tut das nicht wirklich was. Den jetzt also ausspielen macht auch herzlichst wenig Sinn. Und dementsprechend können wir nichts machen. Vielleicht können wir nächsten Turn den hier raushauen, der dann auch sterben wird. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ganz, ganz schlechter Start. Ach, noch schlimmer. Oh, shit. Oh, das ist gut. Das ist eine gute Kombination, Digga. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Das heißt, wenn ich jetzt den hier raushaue, dann kann er seine Heldenkraft darauf hauen. Dann hat er nur noch ein Leben. Und dann hätte er sowieso schon genug und so und bla. Aber es ist vielleicht besser, als gar nichts rauszuhauen. Es ist eine eigentlich zu gute Karte, um sie da jetzt reinzuschubsen. Aber bevor wir jetzt hier gar nichts machen, es ist das alte Spiel, ne? Es ist das alte Spiel. Hätten wir jetzt noch einen Mana gehabt und Divine Shield drauf, wäre besser gewesen. Auch viel, viel besser gewesen. Nun ja. Na, was geht, Digga? Ich finde ja diese neue Hunter-Karte, die, glaube ich, 1-2 hat. Und das Inspire hat, dass wenn du keine Karten mehr auf der Hand hast, die dann irgendwie 2 Schaden macht am Gegner. Useless! Oder? Schon, ne? Bla bla bla. Okay. Wir machen jetzt das hier. Und das hier. Einfach mal, um zu gucken, ob wir da jetzt was reißen können. Wie ich ihn kenne, wird er irgendeine Möglichkeit haben, das Divine Shield wegzukriegen und ihn dann wegzupingen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wenn nicht, ist das gut. Der muss halt immer mal länger überlegen. Das kann ich verstehen. Das sind ja neue Karten, ne? Muss man ja alles nochmal durchgehen. Ah, schön nochmal nachrechnen. Ja, okay. Oh, shit. Oh, nein. Er kann zweimal P. Ach du Scheiße. Okay, aber. Nee, warte mal. Okay, kann er nicht. Er geht da. Ah, er geht Face. Nun gut. Was machen wir jetzt? Der hat 4 Leben. Wenn wir dem jetzt plus 1 geben, dann überlebt er wenigstens, wenn er den hier tötet. Ja, sonst können wir herzlich wenig machen. Aber wir spielen mal trotzdem auch beide. Swing. Damit er dann überlegt und Sachen machen muss. Den mittleren kann er jetzt nicht wegpingen, das ist gut. Trotzdem weine ich.
Lock and Load. Die Karte, die ich nicht bekommen habe. Wo ich 131 Pakete aufgemacht habe. Scheiße. Okay, sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Er kann das Board... Wenn den jetzt noch wegpinkt. Ja, er kann das komplette Board clearen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, mach schon, Digga. Wir wissen es doch beide. Was? Was? Er hätte den doch... Ach nee, er hatte... hatte keine Mana mehr für seine... Finde ich gut. Finde ich gut. So, jetzt könnten wir Bolvar spielen. Wir könnten auch Old Murkeye spielen. Quasi den hier, den Hund loswerden. Ich glaube, das ist im Moment das Beste, was wir machen können. Leider. Um hier so ein bisschen Anschwung zu behalten. Er hat viel zu viele Karten. Nicht cool. Aber wenn wir den gleich spielen, können wir Inspire mit raushauen. Also sein Inspire quasi inspirizieren. Initialisieren. Und dann kriegen wir noch einen Merc im Murloc. Mal gucken, welchen. Hoffentlich den Old Murkeye nochmal. Weil wir dann direkt angreifen könnten. Komm schon, du hast doch die Antworten parat. Das wissen wir doch. Okay, das ist schon mal uncool. Tschüss. Tschüss, Murkeye. Das war mir ein Fest. Und der schon wieder, ey. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Könnt ihr jetzt loswerden mit Consecration zusammen, aber das ist auch albern. Und jetzt den hier. Okay, der ist nicht schlecht. Gucken, was der feine Herr jetzt hier anstellt. So richtig gut laufen tut's nicht. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich kann auch noch relativ leicht dieses Board hier irgendwie weghauen. Boah, ist das spannend. Wir können auch gewinnen. Es ist möglich. Nein. Das, mein Freund, war sehr uncool. Aua. Wie gesagt, läuft so mittelgut gerade. Jetzt können wir hier aber ganz gut arbeiten mit der Consecration. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. Hauen wir aber dann wahrscheinlich eher auf den 1-1er, ne? Okay, also erstmal das hier. Achso, ich wollte ja eigentlich den hier mit dem... Machen wir das dann jetzt trotzdem? Oder hauen wir das da drauf? Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht schlau. Aber so können wir jetzt vielleicht mal Sachen machen. Und der hat jetzt hier 8-7 schon. Hat er so ein hartes Removal? Weiß man nicht. Können wir aber schon mal raushauen eigentlich. Wenn er jetzt was Großes raushauen würde, könnten wir das damit vielleicht weghauen. Aber die Frage... Okay. Oh shit. Okay, die können wir schon mal nicht spielen. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Problem ist, dass der den dann gleich töten könnte. Face? Oder ist Face nicht so cool? Ich glaube, wir können es riskieren, Leute. Zack. Zack. Face oder nicht Face? Nicht Face. Ich habe mich gerade doch gegen Face entschieden. Ich habe den rechten getötet, damit der... Hätte ich den jetzt getötet, dann hätte der hier den töten können. So geht's jetzt nicht. Er kann natürlich noch ein Beast spielen, was dann jetzt hier gleich Charge hat. Oh, shit. Und, hä? Ach, der hat immer Charge. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und wenn er den silenced, kann er mich auch angreifen. Aber er kann eigentlich nur Minions angreifen, Leute. Aber wie gesagt, wenn man den silenced, dann... Pff. Scheiße. Okay. Hat er einen silenced oder nicht? Ich glaube, wir setzen jetzt darauf, dass er keinen silenced hat. Und den hier eh Sachen weghauen wird. Deswegen hauen wir mal den hier weg. Und ja, gut. Das bringt jetzt nicht ganz so viel. Jetzt wäre ein Divine Favor ganz geil. Dass wir so viele Karten ziehen, wie er hat. Außer er spielt sie jetzt alle aus.
Wir haben jetzt noch 17 Karten. Oh, shot. Oh, shit! Okay, das war uncool, Digga. Das war sehr, sehr uncool. Scheiße. Gasrilla! What? Oh mein Gott, okay. Wir sind am Sack. Der hier kriegt jetzt... Toll. Ja, das, hätte man jetzt nicht spielen brauchen. Gasrilla, Gasrilla. Wir sind tot. Nach meinen Berechnungen sind wir jetzt tot. Ist das eigentlich ein Battlecry? Nee. Ach, nur ein Attack. Okay. Ich dachte, der gibt plus 1, plus 1. So kann man sich auch mal verdenken. Secret, scheiße. Das ist wahrscheinlich ein Explosive Trap. Und der Kollege stirbt jetzt auch. Oh nein. Oh nein. Ah, shit, das war ein Fehler. Denn, Achtung. Ja. Cool. Cool, 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 cool. Jetzt geben wir ihm noch mehr Zeug, womit er seinen Gasrilla stärker machen kann. Es ist... Ah, es läuft sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Aua. Ja, mach ruhig. Autsch. 24. Ich bin tot. Ich habe keinen Silence. Der hat mehr Leben. Well played. Und zack. Und tschüss. Und ja, hat Spaß gemacht. Wir könnten überlegen, noch einen Silence mit reinzunehmen. Oder... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich zeige noch mal ganz kurz das Deck. Hatte ich ja eigentlich gesagt, ne, dass ich das mache. Habe ich gar nicht gemacht. Okay, warte. Achtung. Das Ding hängt wieder ein bisschen. Server immer noch nicht in Ordnung. Alle Leute kommen von der Arbeit, von der Schule und spielen jetzt Hearthstone. Aber nicht so viele wie gestern. Okay, wir haben den TGG Dragon. Das war erst TGG Quatsch. Den habt ihr gestern gesehen. Und dann haben wir hier den Fischmordin. Und ihr könnt ja wieder pausieren, wenn ihr nochmal einen Blick drauf werfen wollt. Okay. Das hier habe ich noch einmal drin. Es ist okay. Silence. Silence. Eine Eule. Eine Eule rein. Ich weiß ja nicht, ne? Wollen wir mal eine Eule reinnehmen. Gibt's, es gibt ja keine neuen Silence-Sachen, ne? Silence Demon. Total useless. Den können wir mitnehmen. Den Spellbreaker. Come on. Back. Ein Spiel machen wir doch. Komm schon. Komm schon. Komm schon, lieber Server. Wach auf. Wach auf, du Schweineschwein. Danke. Fischmordin. Oh, ma. Fischmordin heißt das, ne? Fischmordin? Fischmordin. Ja, mal gucken. Ich glaube, wie gesagt, man kann damit Sachen machen. Gerade, also, es ist ja, jedes Murloc-Deck besteht ja, oder baut darauf auf, dass man am Anfang direkt Sachen machen kann und sehr, sehr schnell den Gegner tötet. Oh, shit. Es ist auch einer. Okay, das sieht schon mal etwas besser aus. Wir könnten den hier wegpacken und mal gucken, was passiert. Ja, naja. Vielleicht noch irgendwas anderes Cooles. Ja, naja, okay. Avenge wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Wäre sogar sehr, sehr gut gewesen. Haben wir nicht gekriegt. Okay, den können wir weg, den können wir wegchargen. Das ist gut. Okay, das kann man machen. Das kann man machen. Okay, jetzt habe ich die Idee. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt haben wir so ein Ding raus. Und dann schnappen wir uns den hier. Showing Dingeling. Kann man machen. Tja, die Hungry Crab, ne? Die Hungry Crab.
Eine der besten Karten in diesem Spiel. Oh shit, er zieht eine Karte. Okay. Das ist in Ordnung. Ah ja, cool. Nicht optimal, aber ganz gut, denn können wir den hier weghauen und das hier so weghauen. Und ich hoffe, er kann jetzt nicht irgendwie, ich meine, die Consecration kostet 4. Ah ja, Hammer of Wrath, okay. Okay, und jetzt können wir gleich den Warhorse Trainer spielen. Geil. Geil. Zack. Und noch Murloc raus, warum nicht? Zack, 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 zack. Ja, kann man machen. Aber jetzt kommt die Consecration. Sehe ich das richtig? Hallo? Okay. Okay. Da hat er keine Lösung gesehen. Spannend. Oh, die Karten kamen auch ein bisschen besser. Die Hungry Crab hat's gemacht. Die Hungry Crab hat's echt hart gemacht. Mit diesem komischen Dingster Murloc. 2-1-1-1. War super. Komm, ein Spiel machen wir noch. Ein schnelles Spielchen. Hoffentlich gibt der Gegner nicht schon wieder auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ab dieser Season ist es so, dass man eine Belohnung kriegt für den höchsten Rang, den man in der Season erreicht hat. Ich hoffe, ich denke dran, euch das gleich nochmal zu zeigen, wo man das nachgucken kann. Und da gibt es dann, ja, dem Rang entsprechend irgendwelche Belohnungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das soll so ein bisschen jemanden auch einen Grund geben, durchaus auch mal wieder Rank zu spielen. Gerade für die Leute, die jetzt auch schon Legend mal waren. Das ist ja ein ganz schön guter Grund eigentlich, Rank zu spielen, dass man mal halt so ein bisschen Legend mal werden will, darf, kann. Das ist ja auch mein Traum, ja, irgendwann mal Legend zu werden. Irgendwann mal werde ich tryharden und werde ich eine Season lang durchkloppen mit irgendwelchen OP-Decks, die total verschrien sind, und werde es schaffen, eines Tages. Aber wenn man das halt schon mal gemacht hat, dann ist es halt nicht mehr so geil. Warte mal, jetzt ist die Frage, ob wir den Murloc Tidecaller spielen, um danach den Murloc Tidehunter zu spielen. Oder schon mal ein Avenge raushauen. Ich riskiere es mal. Oh, oder wir können beide. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, und ich bin mal gespannt, weil jetzt, es gab ja bisher noch keine Belohnung. Also es ist das erste Mal jetzt nach dieser Season, die jetzt gerade läuft im August. Ich weiß nicht, ob das irgendwo veröffentlicht wurde, was es da für Belohnungen gibt. Das weiß ich nicht. Ach, der kriegt bloß einen Attack, ne? Das war jetzt gar nicht so cool. Okay, aber dann machen wir das so. Und spielen noch ein Avenge. Zack. Okay, Digga. Was tun sie jetzt? Es gibt ja diese Karte für den Mage. Ist es nur für den Mage? Oder ist die... Ist, glaube ich, gar nicht nur für die. Ist, glaube ich, neutral. Ist ein 3-3er Minion. Und der hat den Kartentext, dass du das nächste Mal deine Heldenkraft für 2 billiger spielen kannst. Oh, schade. Das Avenge ist falsch rüber geflattert. Genau. Dann kann man, also quasi hätte er jetzt diesen 3-3er spielen können und noch umsonst die Heldenkraft spielen können. Das wäre ziemlich krass gewesen. Das hätte mich sehr traurig gestimmt. Konnte er zum Glück nicht machen. Und wir können jetzt hier aber auch nicht so viel machen. Wir spielen mal diesen Murloc hier. Und immerhin konnten wir schon jetzt so schon ein bisschen Schaden machen. Die Frage ist, spielen wir jetzt einen Competitive Spirit? Im Bestfall schießt er den weg, kriegt die nicht weg und dann kriegen die +1/+1. Wir riskieren's. Wäre jetzt cooler gekommen, wenn wir jetzt noch einen Divine Favor in der Hand gehabt hätten. Wegen Karten ziehen und so. Schauen wir mal. So, mein Freund. Was geht ab? Was machst du? Haust du den hier weg mit deiner Heldenkraft? Wir werden sehen. Jo, machst du? Aber was kommt dann? Ist die ganz große Preisfrage. Ah ja, okay. Geil. Na gut, 2 Leute haben +1/+1 gekriegt. Das ist nicht so schlecht.
Jetzt können wir es gleich nochmal machen. Weil sonst können wir nicht so viel machen. Zack. Zack. 10 Leben hat er noch. 10 Leben hat er noch. What do you do next? Ah, shit. Okay, das ist schon mal uncool. Jetzt kriegen, okay, dann haben wir jetzt 5, 6, 7. 8. 8. Mit dem hier. Okay, dann machen wir es einfach so. Gucken mal. Zack. Zack. 2 Leben haben sie noch. Hat er noch einen Coin eigentlich? Nee, ne? Oder doch? Hatte ich einen Coin? Ich weiß es nicht mehr. Könnte er Flamestrike spielen? Wenn er jetzt Flamestrike spielt, ist das ungut für mich. Blizzard wäre auch uncool. Ah, was? Ja. Oh, shit. What is this? Haust du noch den 2-1er weg, oder was? Digga. Und was hat er da für ein Geheimnis gespielt? Eisblock? Wir werden es gleich rausfinden. Okay. 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 Checken das mal aus hier. Eisblock, scheiße. Okay, ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Die kriegen wir weg. Und Flamestrike. Ich meine, der würde ja jetzt dann den Flamestrike überleben, wenn ich den jetzt hier spiele. Aber bringt das so viel? Ich spiele mal den Kollegen. Schauen wir mal, was passiert. Flamestrike würde seinen Turn beenden und ich würde ihn töten. Yes! Nice! Nice! Oh, man kann Sachen machen. Man kann Sachen machen mit dem Deck. Es ist durchaus möglich. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon einen Murloc-Paladin? Oder habt ihr andere Murloc-Decks? Oder habt ihr andere neue, coole Decks? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn das wieder heißt... Krasse Sachen mit TGT machen. Ich freue mich auf euch. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.